Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Keine-Ahnung-Kanal. Heute spielen wir Bandy and the Ink Machine, ein Cartoon-Horrorspiel, was Anfang des Jahres rausgekommen ist. Also, starte ich immer so ein Spiel. Dear Henry, it seems like a lifetime since you worked on cartoons together. 30 years really slips away, doesn't it? If you're back in town, come with the old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joey Drew. Also hier dieser Joey Drew will, dass wir unseren alten Workshop wieder besuchen nach 30 Jahren, weil er uns etwas zeigen muss. Also dann würde ich sagen, legen wir los. W zum Bewegen, Escape-Menü, ist Interact, okay. Die Steuerung kenne ich, weil ich schon mal ein paar Minuten angespielt habe. Okay, moving pictures. Alright, Joey. I'm here. Bewegst du dich? Nein. Mal gucken. Ich gucke mich hier schon ein bisschen um. Oder ich muss mich ja hier umgucken. Hier haben wir so einen gruseligen Pub-Aufsteller. Kann ich hier mit irgendwas machen? Ich habe keinen Schatten. Schade. Der Sinn sieht sehr komisch aus, wenn man steht. Achso, Exit. Hier steht ein tödliches Tintenfass. Hier sind ein paar Räder, die sich bewegen. Da ist eine Schallplatte. Okay. Hier ist schon wieder so ein gruseliger Aufkleber. Was ist hier? Hier ist schon wieder so ein Plakat vom Dancing Demon. Und schon wieder so ein Pappaufsteller. Kann ich nicht in den Stuhl rein? Schade. Schon wieder so ein gruseliger Pappaufsteller. Ich habe das Gefühl, die werden hier überall rumstehen. Dann laufen wir hier lang. Dreams come true. Wir müssen die wirklich mal sauber machen. Hier die ganzen Spinnenweben. Ich glaube zumindest, das sind Spinnenweben. Und dann hier noch über diese Tintenflecken. Ach, schon wieder so ein Bandy. Ja, zumindest glaube ich, das ist Bandy. Ink Machine. Okay. So, this is the Ink Machine. Schon wieder einer von denen. Turn on the machine. Für mich hört sich das irgendwie nach einer blöden Idee an. Hier ist wieder so Tinte, die von der Decke tropft. Mal gucken, ob ich jetzt mal hier lang laufe. Da ist schon wieder so eine gruselige Figur. Jetzt mal hier lang. War das gerade Schritte? Ich habe Schritte gehört. Oh. Was zur Hölle? Joey, what were you doing? Okay. Hier tropft auch wieder Tinte von der Decke. Ich hoffe, ich werde der lachen wird. Mal gucken. Hier in einem kompletten Holzgebäude, hier auch schon eine Kerze anzünden. Ja, ist ja keine blöde Idee, wenn die mal runterfällt, dass hier das ganze Gebäude abfackelt. So, dann gehe ich mal hier rüber. Alright, how do I get this to work? Okay, find and collect the objects. Who put this here? Hallo. Bist du mein Freund? Willst du mir helfen? Dann komm, du gehst deinen Raum, die Objekte suchen bei diesem gruseligen Goofy-Hundeviech und ich gehe hier lang, okay? Schön. Oh, die stehen ja auch überall rum. Mann. Türen hier? Kann ich keine von öffnen? Nein.
Nein, hat sich kaputt zusammengehört. Hier hatte ich doch was gesehen. Doch, hier liegt so ein Schraubenschlüssel. Okay. Oh. Zahnrad. Was ist das für ein Schnauben? Oh shit. Kann ich die Tür nicht wieder zumachen? Oh, okay. Ich habe ein Achievement bekommen. Oh, brauche ich das hier nicht? Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, in den Raum da hinten eine Note gesehen zu haben. Und ist das nicht? Soll das nicht das hier sein? Geh aus, geh aus. Okay. Ich glaube, ich muss auch merken, wo der Exit ist, damit ich nachher schnell hinkomme. Denn hier scheint ja irgendwas Komisches vorzugehen. Okay. Hier ist nichts. Hier drüben auch nicht. Das sieht vielleicht nichts zu machen. Ein paar Aufsteller. Okay, hier ist der Exit. Hier der Ausgang. Hier komme ich nicht durch. Da kennt mein Workshop noch was. Okay, das sieht verdächtig aus. Kann sein, dass ich da nachher noch was machen muss. Warte, hier stand doch irgendwo das Tintenfass. Und ich hätte gerade da hinten würde jemand stehen. Hast du einen kleinen Schock bekommen? Und so, dann haben wir hier das Tintenfass. Hier soll mit Musik die Schallplatte gemeint sein. Mal gucken. Ist hier was auf dem Pappaufsteller? Nein. Sieht von vorne aus genauso wie von hinten. Können Sie sagen, was ich die Sachen gefunden habe? Ich hoffe aber nicht. Hier reicht doch schon eben. Aber trotzdem, nochmal gründlich nachgucken. Hallo? Hallo, mein Freund? Ist hier irgendwas? Nein. Kann ich Schubladen aufmachen? Auch nicht. Kann ich die Tür hier aufmachen? Nein. Ich glaube, vielleicht sind sie von der Decke. Da war ich schon drin. Das sieht wirklich so aus, als ob wir es brauchen würden. Denn da hing eine Note über einen dieser Podeste, wo wir die Sachen drauflegen müssen. Okay, denke ich jetzt erstmal zurück. Da ist was! Ha! Was habe ich jetzt eigentlich alles? Er ist weg. Er ist zum Glück auch. Da war der. Vielleicht kennen Sie den schon immer da. Ein Buch. Ein Buch fehlt mir noch. Mal gucken, wo ich das finden werde. Hier ist ein Stuhl, aber kein Buch. Habe ich da was gesehen? Nein. Er hier macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Und nicht nur, weil hier seine Rippen aus dem Brustkorb rauskommen. Mhm.
Es ist kein Buch. Da ist auch nichts. Hier überall diese Filmrollen. Dann laufe ich bald hier lang. Hier ist das Buch. Okay, that's all of them. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Restore ink pleasure. Okay, aber jetzt hole ich mir das hier an. Okay, anscheinend ist dieser Joey wahnsinnig geworden, also was er jetzt gesagt hat, oder eben verrückt. Haben wir hier noch irgendwo was? Oh. Jetzt habe ich mich ziemlich erschrocken. Lass mich in Ruhe. Oh, es ist laut. Du da, lass mich einfach in Ruhe. Okay. Ich spüre, dass es eine ganz blöde Idee ist. Du warst das, ja, du. Das weiß ich ganz genau, du warst das. Hier kommt jetzt nachher noch hier irgendwo ein Zweiter, der versucht mich zu erschrecken. Aber ein paar Baustellen kann ihn ja nicht töten, oder? Er ist auch da. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Ich will einfach nur weg. Shit. Shit. Nein, renn, 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 renn. Oh mein Gott. Hier war der Ausgang. Hier. Nein. Nein, 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 nein. 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 Boah, hab ich mich erschrocken. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Ich hoffe mal, er ist weg. This will definitely come in handy. Okay, ich will ihn in den Schädel einschlagen mit dieser Axt. Wie ich an sein Gesicht erkannt habe, war das Bandy. Okay. Ich gehe ein bisschen mit der Axt noch drauf kloppen. So. Was? Okay. Also, das war jetzt Kapitel 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu spielen. Ich werde jetzt nochmal, auch wenn ich aufhöre zu reden, die Credits im Hintergrund weiterlaufen lassen, damit man sieht, wer damit alles dran gearbeitet hat. Auf jeden Fall finde ich das Spiel sehr gut. Es hat mich auch ein paar Mal erschrocken. Und ja. Das war's von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.